Smarana, ich freue mich so auf dieses Video, denn es gibt eine wichtige Botschaft aus dem Universum. Und zwar habe ich mich mit der Galaktischen Föderation in Verbindung gesetzt und dort wurden mir schöne Dinge gesagt und es wurde auch Hilfe angeboten. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und es gibt auch ein ganz hochenergetisches Channeling am Ende des Videos. Dann möchte ich noch mal kurz auf das vorherige Video drauf eingehen, wo es um die Zeit nach C ging. In diesem Video habe ich über negative Dinge berichtet und für mich ist es nicht authentisch, wenn man über negative Dinge berichtet, strahlt und lacht. Deswegen war jetzt auch in diesem Video meine Ausstrahlung etwas ernster. Sie sollte euch einfach nur als Lichtarbeiter darauf aufmerksam machen, dass ihr auch mal die negative Seite anschaut. Denn wenn man nicht weiß, was es alles für negative Dinge gibt und dass das von der anderen Seite angestrebt wird, kann man sich ja nicht dagegen wehren, kann man nichts dagegen tun. Und darum ging es mir. Es ging mir nicht darum, irgendwie Angst zu verbreiten, sondern wenn man sowas hört, sollte man das immer neutral einfach aufnehmen und neutral sich anhören und nicht in die Angst gehen. Das jetzt zu diesem Video, nur dass ihr alle auch genau wisst, wie ich das rüberbringen wollte. Also ich wollte authentisch sein und eben ich bin, wenn es etwas Gutes, Schönes gibt, natürlich freudig und strahle, aber wenn es jetzt was Negatives zu berichten gibt, dann kann ich nicht strahlen. Wäre dann eine Lüge. Ja, meine Lieben. Und jetzt geht's auch gleich los. Ich freue mich sehr auf euch alle und auf die wundervolle Botschaft. Bis gleich. Ja, und da bin ich wieder. Also die Galaktische Föderation. Ich will mal so ein bisschen erklären, wer die überhaupt sind. Und zwar sind das verschiedene Außerirdische, könnte man jetzt sagen, oder kann man, sollte man sagen, von zum Beispiel den Plejaden, von Orion, von Vega und noch anderen Planetensystemen, die sich zusammengetan haben, also die wichtigsten Wesen aus diesen Sternenformationen, die sich zusammengetan haben, um unsere Erde zu unterstützen. Sie tun dies, weil sie auch für die göttliche Ordnung ihr Leben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ausgerichtet haben. Und da die Erde, auch wenn sie noch so klein ist, im großen, riesengroßen Universum, ja doch eine sehr wichtige Rolle spielt, weil sie ein sogenannter Schulungsplanet ist, hat sich diese Föderation gebildet und so unterstützt sie uns immer wieder mit Botschaften und auch mit Energien. Sie wissen und sie beobachten uns Menschen auf der Erde und manche von ihnen sind auch hier auf der Erde. Man kann sie nicht sehen. Sie machen sich unsichtbar, damit wir uns nicht erschrecken. Für die meisten Menschen, für manche machen sie sich auch sichtbar. Man sollte dies jetzt aber auch nicht so überbewerten, ob man sie sieht oder nicht sieht, denn also für mich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es für euch ist, für mich ist es wichtig, die Energie, Ausstrahlung und das Wissen, das dadurch übertragen wird. Und sie wissen, dass wir im Moment eine schwierige Zeit durchmachen. Das wissen die alle. Und deswegen sind sie da, um uns zu helfen, auf eine Art und Weise, wie es jetzt in der Galaktischen Föderation eben möglich ist. Natürlich bekommen wir auch Hilfe von Gott, von den Engeln. Praktisch, wenn man so will, bekommen wir Hilfe vom ganzen Universum. Wir sollten uns nur dem öffnen. Und von unserem Herzensgefühl, von unserer Intuition dem zuwenden, was für uns jetzt am passendsten ist. Und so sage ich das auch zu euch, geht nach eurem Herzen und nehmt
die Energien auf und die Informationen auf, die mit euch konform gehen, die euch unterstützen, die sich also gut und liebevoll anfühlen, weil das ist das Wichtigste, dass man sich wohlfühlt in einer Botschaft. Ja, wenn zum Beispiel Jesus spricht, fließt ganz viel bedingungslose Liebe und Schutz und Fürsorge, und das ist, ja, das ist ein herrliches Gefühl. Und bei den Abgeordneten der Föderation, da fließt sehr viel Wissen und Licht und auch Schutz und Fürsorge. Also ich bin gespannt, was ihr bei dem Channeling fühlt, was dann jetzt gleich kommen wird. Denn es werden die höchsten Lichtenergien zu uns getragen, um uns in dieser Zeit zu unterstützen. Es ist ganz wichtig, dass wir also im Vertrauen bleiben und uns nicht alles gefallen lassen. Das wurde mir schon im Vorfeld gesagt. Wir sollen also tatsächlich auch aktiv werden. Also nicht nur meditieren, sondern auch aktiv werden und dadurch das Ganze anders steuern, nämlich dem Licht hin, zu dem Licht hin steuern. Denn wir sind ja wirklich inkarniert jetzt in diesem Leben, um das alles zu erleben und auch zu unterstützen, um das Licht zu unterstützen. Und das ist wirklich eine sehr herausfordernde Zeit. Und für mich ist es wichtig zu wissen, was die Gegenseite alles geplant hat. Und es ist ja auch offengelegt. Und ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, die Gegenseite meint, indem sie alles Negative, was uns passieren kann oder wird, nach denen ihrer Meinung, offenlegt. Und so denken sie, können sie dem Karma entgehen. Das heißt dann, ja, ihr habt es doch gewusst. Warum habt ihr euch nicht dagegen gewehrt? Und genau das ist der Punkt für uns. Warum lasst ihr alles geschehen? Warum lasst ihr alles mit euch machen? Und das ist eben etwas, ein Aufruf der Föderation, dass wir wirklich auch mehr in unsere Kraft gehen und die Dinge dann auch steuern können. Denn wenn wir nur passiv meditieren und an die Liebe und das Licht glauben und hoffen, dass sich was ändert, da wird sich nichts ändern. Das ist leider so. Also es folgt immer eine Aktion, oder es sollte immer eine Aktion folgen, denn dann kann sich auch was bewegen. Ist ja logisch. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sich einen Partner oder eine Partnerin wünscht und immer zu Hause bleibt, dann wird dieser Mensch niemals einen Partner kennenlernen, weil es fehlt die Aktion, das nach draußen gehen und jemanden kennenlernen. Heutzutage, jetzt in der C-Zeit, geht es im Supermarkt. Da sind alle Menschen unterwegs, da triffst du Menschen und vielleicht beim Spazierengehen den einen oder den anderen, aber ja, in erster Linie, da wo halt jetzt die Menschen sind, dorthin sollte man gehen und dann einfach mal gucken. Wenn es so sein soll, dann wird man jemanden treffen. Also das ist jetzt auch so ein bisschen spaßig gemeint. Ihr sollt einfach nur verstehen, dass zu jedem Wunsch auch eine Aktion dazu gehört. Denn wenn man nichts tut, dann wird halt auch einfach nichts. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Es geht, was man mir schon gesagt hat, es geht um die Matrix. Wir werden die, ich höre gerade mal, was gesagt wird. Und zwar tragen wir in unserem System, in unserem Energiesystem, bestimmte Codes, die uns unterstützen. Und diese Codes, die sollen jetzt in dem Channeling aktiviert werden. Also einfach, die Matrix ist ja, die Matrix steht dafür, was alles unser Energiesystem ausmacht. Das heißt, unser physischer Körper, die Aura, die außen herum ist, die einzelnen Chakren, das Chakrensystem, was mit der Aura verbunden ist, und das alles zusammen im Lichtkörper.
Und das alles wird auch eingehüllt noch von der Merkaba. Die Merkaba ist so ein Tetraedergebilde, was all das einhüllt und unser Energiesystem und unsere Seele ausmacht. Es klingelt gerade schon wieder das Telefon, jetzt ist es aber auch schon aus. Ich muss es gerade mal nehmen. Das geht überhaupt nicht. Ich habe das vergessen gehabt, auszumachen. So. Ja, entschuldigt bitte. Ja, aber jetzt sind wir ungestört. Also es geht um die Neuausrichtung unserer Matrix oder um die Wiederausrichtung auf unsere Kräfte, auf das, was alles in uns steckt, was aber noch nicht ausgedehnt ist, was noch nicht erwacht ist. Darum geht es heute und dafür werden uns von der Föderation Energien gesendet, so dass wir gestärkt sind und richtig mit Kraft durch diese Zeit hindurchgehen können und uns nicht so beeinflussen lassen von den negativen Energien. Ja, und dann geht's jetzt auch schon gleich los. Ich habe mich schon ein bisschen eingestimmt und ich werde jetzt ein Auraspray nehmen von der siebten Dimension und von meinem Ursprungslicht. Ach, herrlich. Und von Smarana. Man könnte das ewig so weitermachen. Man könnte noch die Fülle nehmen und die Reinigung. Das überlasse ich aber jedem selbst, wie er sich einstimmt. Wichtig ist, dass ihr jetzt gleich ganz tief in euer Herz hineingeht und eure eigene Liebe fühlt und euch in dieser Liebe ausdehnt. Ich mache schon gleich mal die Musik an und ich wünsche euch ganz viel Freude. Ich bitte um Schutz für uns alle und ich bitte um Schutz für meinen Kanal. Und nun stimme ich mich ein auf die Energien der galaktischen Föderation und bereite mich auf die Botschaft vor. Die Energie strömt ein aus dem Universum. Die Energie strömt ein. Sie trägt Licht, Würde und Kraft. Die weisen Wesen der galaktischen Föderation sprechen heute zu dir. Geliebtes Menschenkind, wir wissen um deine Nöte
Und wir wissen auch, dass du gerade eine schwere Zeit durchmachst. Aus diesem Grunde haben wir beschlossen, dich zu unterstützen, denn wir sehen die Lichtarbeiter auf der Erde. Wir sehen dieses reine Licht der Liebe, welches ihr in euch tragt. Und dieses reine Licht trägt auch Strukturen der Urmatrix. Diese Urmatrix ist verankert in deinem Herkunftsfeld. Und genau dort in deinem Herkunftsfeld werden wir für dich die Strukturen mit unserer Liebe, mit unserem hellen Licht bestrahlen, sodass sie sich, wenn du es möchtest, für dich öffnen werden. Denn du, ganz allein du, entscheidest jetzt in diesem Moment, ob du dies möchtest. Und wir wirken in deinem Einverständnis, in der höchsten Liebe für dich. Und wenn du bereit bist und uns dein Einverständnis gegeben hast, wird sich deine Seele jetzt öffnen. Und die Energie aus deiner Urmatrix beginnt zu schwingen. Sie schwingt in der vollkommenen göttlichen Ordnung. Sie trägt die Energie der Liebe, die Energie der Liebe des Universums, welche unendlich groß und vollkommen ist. Und währenddessen nun sich diese Liebe mit dir verbindet, dich stärkt und dich zum Strahlen bringt. Währenddessen wird deine Seele ausgedehnt und dein Geist angehoben in die höheren Dimensionen. Deine Struktur wird so angepasst, wie es jetzt möglich ist, damit du, wenn es an der Zeit ist, leichter den Übergang finden wirst. Wir sind bei dir, um dir zu sagen, dass alles möglich ist. Und dass du selbst mit deinen Gedanken und Worten und Taten bestimmen kannst, wie es weitergehen wird. Dass du selbst, jeder einzelne von euch, so wichtig für die Zukunft ist, so wichtig für all das ist, was geschehen wird, denn es wird etwas geschehen. Und du bestimmst, wie es sein wird. Und so richten wir deine Matrix auf deine Urmatrix aus, ausgestattet mit all deinen Kräften, mit allem, was dir Gott gegeben hat. Und so kann es sein, dass es dir gelingt,
vergessene Fähigkeiten, vergessenes Wissen, vergessene Kraft und Macht wieder in dir zu entdecken. Lasse einfach die Energien einfließen in deine menschliche Struktur. Lade die Energie aus deinem Urmatrixfeld zu dir ein. Großes Wachstum steht dir bevor. Und es ist dein Wille, mit welchem du entscheidest, wie es weitergehen soll. Du erhältst Bilder und Visionen. Du erhältst eine bestimmte Vorstellungskraft. Von dem, was geschehen kann. Und es liegt an dir, wie es geschehen wird. Ob es leicht oder schwer ist. Entscheidest du selbst. Entdecke deine große Kraft. Entdecke all das, was in dir liegt, was dir von Gott gegeben wurde. Die Erde ist ein großes Experiment. Alle Augen der lichten Wesen des Universums sind auf die Erde gerichtet. Und Gott schaut dir zu. So können wir die Wesen aus vielen Sternensystemen dich mit unserer Liebe, mit den Wellen unserer Energie unterstützen. Aber die Entscheidung, wie es werden wird und deine Aktivität, wie sie sein wird, das bestimmst du ganz allein. Wir machen dich stark. Wir schützen dich mit unserer Liebe. Wir richten dich neu aus. Die energetische Voraussetzung, sie ruht nun in dir. Alles andere ist deine Sache. Denn du trägst die Verantwortung für dein Leben. Und so trägt jeder Mensch die Verantwortung für sein Leben. Und dadurch kann Großes und Schönes geschehen. Wir sind bei dir. So ziehen wir uns langsam wieder zurück und die Energie zieht sich ebenfalls zurück. Du hast aber alles bekommen,
was jetzt wichtig ist, und du bist bereit, deinen Weg kraftvoll weiterzugehen. Ich bedanke mich bei den hohen Wesen der Galaktischen Föderation, ich schließe meinen Kanal und ich danke dir für dein Licht und für deine Liebe. Ah, es war so, wie soll ich das beschreiben? Es war so schön. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt diese Geschenke richtig gut annehmen können. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ganz viel Kraft und seid, ja, möchtet die Welt verändern, die Welt in das Gute tragen. Denn so war es vorgesehen, uns zu unterstützen. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Und ich habe dich auch ganz lieb, ganz, ganz lieb. Ein Küsschen für dich. Und bis zum nächsten Mal.